Wir sehen uns auf reitschuster.de. Ich glaube wirklich jeden Mist, nur nicht, dass Lauterbach Gesundheitsminister ist. Erinnern Sie sich noch an den alten Spruch aus Kohlzeiten? Ich glaube, Dietrich Hallervorden hat den geprägt. Ich glaube wirklich jeden Mist, nur nicht, dass Birne Kanzler ist. Ja, da ging es um Helmut Kohl. Heute haben wir Klaus Lauterbach als Gesundheitsminister, beziehungsweise übermorgen hier in der Bundespressekonferenz wird er dann auftreten. Wir müssen leider draußen bleiben. Das sehen Sie ja hier. Ich bin wirklich fassungslos, was aus diesem Land gerade wird, was aus diesem Land geworden ist. Ich habe ja Klaus Lauterbach auch hier getroffen und ich muss ganz ehrlich sagen, ist jetzt böse, aber ich würde dem keinen Gebrauchtwagen abkaufen. Erst weil ich große Bedenken hätte, in welchem Zustand dieser Gebrauchtwagen dann wäre, und zweitens, weil ich kein Vertrauen habe, ist er schon mehrfach ertappt worden, wie er irgendwelche Dinge falsch darstellt. Oskar Lafontaine nennt ihn die Corona-Heulboje und da ist etwas dran, und er ist einer, der spaltet und polarisiert wie kein anderer. Er ist der große Spalter, er ist derjenige, der Hass und Hetze verbreitet gegen einen Teil der Bevölkerung, der gerade wieder gesagt hat, dass Andersdenkende keine Achtung verdient haben, beziehungsweise Respekt bei Anne Will, und dass so jemand jetzt zum Minister wird, da wird der Bock zum Gärtner gemacht. Das ist ganz, ganz finster. Außerdem ist er jemand, der ein Pharma-Lobbyist ist, der mitverantwortlich ist für den Zustand, in dem heute das deutsche Gesundheitswesen ist, und dass dieser Mann, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich zweifle an seiner Zurechnungsfähigkeit, zumindest teilweise. Es ist jetzt ganz hart, aber das muss man sagen. Also der Mann wirkt für mich teilweise, wie wenn er auf Droge wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dass dieser Mann jetzt einer der wichtigsten Männer in Deutschland wird, dass der hauptverantwortlich wird für die Gesundheitspolitik, für die Corona-Krise, das halte ich für einen Gau, das halte ich für eine Katastrophe. Das ist in meinen Augen ganz, ganz bitter. Ja, und Sie sehen, ich bin heute vor der Bundespressekonferenz, weil man darf ja nicht mehr rein. Und ich werde heute dann jetzt im Anschluss dann die Fragen, die ich gerne drinnen gestellt hätte, die werde ich dann hier stellen. Schauen Sie da auch rein in dieses Video. Wir müssen leider draußen bleiben, und weil man nicht rein darf, dann die Fragen von hier, von dem Platz vor der Bundespressekonferenz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute. Ciao und auf Wiedersehen. Ciao. Wir sehen uns auf reitschuster.de. Ein Backstage haben wir hier nicht. Das kann es auch nicht geben, denn was kann das toppen, dass Karl Lauterbach, ich verwechsle es immer, ist aber keine böse Absicht, dass er Gesundheitsminister wird, das kann kein Witz, das kann kein Humor mehr toppen. Alles Gute, danke, ciao.